أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. Eine Lossprechung Allahs und seines Gesandten von jeglicher Verpflichtung gegenüber den Götzendienern, denen ihr etwas versprochen habt. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. So zieht denn 4 Monate lang im Lande umher und wisset, dass ihr Allahs Plan nicht zu Schanden machen könnt und dass Allah die Ungläubigen demütigen wird. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Und eine Ankündigung von Allah und seinem Gesandten an die Menschen am Tage der großen Pilgerfahrt, dass Allah los und ledig ist der Götzendiener. Und ebenso sein Gesandter. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Bereut ihr also, so wird das besser für euch sein. Kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisset, dass ihr Allahs Plan nicht zu Schanden machen könnt. Und verheiße schmerzliche Strafe denen, die ungläubig sind. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Mit Ausnahme jener Götzendiener, mit denen ihr einen Vertrag eingegangen seid und die es euch nicht an etwas haben gebrechen lassen und nicht andere wider euch unterstützt haben. Diesen gegenüber haltet den Vertrag bis zum Ablauf der Frist. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind,
dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreifet sie und belagert sie und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Wort vernehmen kann. Hierauf lasse ihn die Stätte seiner Sicherheit erreichen. Dies, weil sie ein unwissendes Volk sind. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن Allah yuhibbul muttaqin. Wie kann es einen Vertrag geben zwischen den Götzendienern und Allah und seinem Gesandten, die allein ausgenommen, mit denen ihr bei der heiligen Moschee ein Bündnis einginget? Solange diese euch treu bleiben, haltet ihnen die Treue. Wahrlich, Allah liebt die Redlichen. كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. Wie? Würden sie doch, wenn sie über euch obsiegten, weder ein Verwandtschaftsband noch einen Vertrag gegen euch achten? Sie würden euch mit dem Munde gefällig sein, indes ihre Herzen sich weigerten. Und die meisten von ihnen sind tückisch. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Sie verkaufen Allahs Zeichen um einen armseligen Preis und machen abwendig von seinem Weg. Übel ist wahrlich, was sie tun. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
Sie achten kein Verwandtschaftsband und keinen Vertrag dem gegenüber, der ihnen traut, und sie, fürwahr, sind die Übertreter. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bereuen Sie aber und verrichten Sie das Gebet und zahlen die Zakat, so sind Sie eure Brüder im Glauben, und wir machen die Zeichen klar für ein wissendes Volk. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفُورِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْتَهُونَ. Wenn sie aber nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und euren Glauben angreifen, dann bekämpft die Führer des Unglaubens, sie halten ja keine Eide, auf dass sie ablassen. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Wollt ihr nicht kämpfen wider ein Volk, das seine Eide gebrochen hat und das den Gesandten zu vertreiben plante? Und sie waren es, die zuerst den Streit wider euch begannen? Fürchtet ihr sie etwa? Allah ist würdiger, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Bekämpfet sie. Allah wird sie strafen durch eure Hand und sie demütigen und euch verhelfen wider sie und Heilung bringen den Herzen eines gläubigen Volks. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Und er wird den Zorn aus ihren Herzen bannen, denn Allah kehrt sich gnädig dem zu, den er will, und Allah ist allwissend, allweise. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Wähnt ihr etwa, ihr würdet verlassen sein, während Allah noch nicht jene von euch bezeichnet hat, die in seiner Sache streiten und sich keinen zum vertrauten Freund nehmen, außer Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen? Und Allah ist recht wohl dessen kundig, was ihr tut. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Den Götzendienern steht es nicht zu, die Moscheen Allahs zu erhalten, solange sie gegen sich selbst zeugen durch den Unglauben. Sie sind es, deren Werke umsonst sein sollen, und im Feuer müssen sie bleiben. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Der allein vermag, die Moscheen Allahs zu erhalten, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und keinen fürchtet, denn Allah. Diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Wollt ihr etwa die Tränkung der Pilger und die Erhaltung der heiligen Moschee den Werken dessen gleichsetzen, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt und in Allahs Pfad streitet? Vor Allah sind sie nicht gleich, und Allah weist nicht dem sündigen Volk den Weg. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Die, welche glauben und auswandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen für Allahs Sache, die nehmen den höchsten Rang ein bei Allah, und sie sind es, die Erfolg haben. يبشرهم ربهم
برحمتٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Ihr Herr verheißt ihnen Barmherzigkeit und sein Wohlgefallen und Gärten, worin ihnen ewige Wonne zuteil wird. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Dort werden sie ewig und immer da weilen. Wahrlich, bei Allah ist großer Lohn. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. O, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Freunden, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und die von euch sie zu Freunden nehmen, das sind die Ungerechten. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Sprich: Wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Verwandten und das Vermögen, das ihr euch erworben und der Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und die Wohnstätten, die ihr liebt, euch teurer sind als Allah und sein Gesandter und das Streiten für seine Sache, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dann wartet, bis Allah mit seinem Urteil kommt, und Allah weist dem ungehorsamen Volk nicht den Weg. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Wahrlich, Allah half euch schon auf so manchem Schlachtfeld und am Tage von Hunain, als eure große Zahl euch stolz machte, allein sie frommte euch nichts,
und die Erde in ihrer Weite wurde euch eng. Da wandtet ihr euch zur Flucht. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Dann senkte Allah seinen Frieden auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen und sandte Heerscharen hernieder, die ihr nicht sahet, und strafte jene, die ungläubig waren. Das ist der Lohn der Ungläubigen. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Doch hernach kehrt sich Allah gnädig dem zu, dem er gewogen. Und Allah ist allverzeihend barmherzig. Ja, ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najasun, fala yaqrabul masjid al-haram ba'da amihim hadha. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. O die ihr glaubt, wahrlich die Götzendiener sind unrein. Drum sollen sie nach diesem ihrem Jahr sich der heiligen Moschee nicht nähern. Und falls ihr Armut befürchtet, so wird euch Allah gewiss aus seiner Fülle reich machen, wenn er will. Inna Allah alimun hakim. Wahrlich, Allah ist allwissend, allweise. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Kämpfet wieder diejenigen aus dem Volk der Schrift, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht als unerlaubt achten, was Allah und sein Gesandter als unerlaubt erklärt haben. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Und die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
Die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn, und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vor dem ungläubig waren. Allahs Fluch über sie. Wie sind sie irregeleitet? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten, allein den einigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer ihm. Allzu heilig ist er für das, was sie ihm zur Seite stellen. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde, jedoch Allah will nichts anderes als sein Licht vollkommen machen, mag es den Ungläubigen auch zuwider sein. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Er ist es, der seinen Gesandten geschickt hat mit der Führung und dem wahren Glauben, auf das er ihn obsiegen lasse über alle anderen Glaubensbekenntnisse. Mag es den Götzendienern auch zuwider sein. Ja, أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. O, die ihr glaubt, wahrlich, viele der Schriftgelehrten und Mönche verzehren das Gut der Menschen durch Falsches und machen abwendig von Allahs Weg. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Und jene, die Gold und Silber anhäufen und es nicht aufwenden auf Allahs Weg, ihnen verheiße schmerzliche Strafe. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. An dem Tage, wo es erhitzt wird im Feuer der Hölle und ihre Stirnen und ihre Seiten und ihre Rücken damit gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr angehäuft habt für euch selber. Kostet nun, was ihr anzuhäufen pflegtet. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Siehe, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12 Monate nach dem Gesetz Allahs seit dem Tage, da er die Himmel und die Erde erschuf. Von diesen sind 4 heilig. Das ist der beständige Glaube. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Drum versündigt euch nicht in ihnen und bekämpft die Götzendiener insgesamt, wie sie euch bekämpften insgesamt, und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. Das Verschieben eines heiligen Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Die Ungläubigen werden dadurch irregeführt. Sie erlauben es in einem Jahr und verbieten es in einem anderen Jahr, damit sie in der Anzahl der Monate, die Allah heilig gemacht hat, übereinstimmen und so erlaubt machen, was Allah verwehrt hat. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Das Böse ihrer Taten wird ihnen schön gemacht, doch Allah weist dem ungläubigen Volk nicht den Weg. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. O, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass ihr euch schwer zur Erde sinken lasset, wenn euch gesagt wird, ziehet aus auf Allahs Weg? Würdet ihr euch denn mit dem Leben hienieden, statt mit jenem des Jenseits zufrieden geben? Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar klein verglichen mit dem künftigen. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Wenn ihr nicht auszieht, wird er euch strafen mit schmerzlicher Strafe und wird an eurer Stelle ein anderes Volk erwählen, und ihr werdet ihm gewiss keinen Schaden tun, und Allah hat Macht über alle Dinge. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, selbander. Wie sie da beide in der Höhle waren und er sprach zu seinem Begleiter, traure nicht, denn Allah ist mit uns. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Da senkte Allah seinen Frieden auf ihn und stärkte ihn mit Heerscharen, die er nicht saht, und erniedrigte das Wort der Ungläubigen, und es ist Allahs Wort allein das Höchste, und Allah ist allmächtig, allweise. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ziehet aus, leicht und schwer, und streitet mit eurem Gut und eurem Blut für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Hätte es sich um einen nahen Gewinn und um eine kurze Reise gehandelt, sie wären dir gewiss gefolgt, doch die schwere Reise schien ihnen zu lang. Und doch werden sie bei Allah schwören, hätten wir es vermocht, wir wären sicherlich mit euch ausgezogen. Sie verderben ihre Seelen, und Allah weiß, dass sie Lügner sind. عفى الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah nehme deine Sorgen von dir. Warum erlaubtest du ihnen zurückzubleiben, bis die, welche die Wahrheit sprachen, dir bekannt wurden und du die Lügner erkanntest? La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun. Die an Allah und an den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, nicht zu streiten mit ihrem Gut und ihrem Blut. Und Allah kennt recht wohl die Gottesfürchtigen. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Nur die werden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und deren Herzen voll des Zweifels sind. Und in ihrem Zweifel schwanken sie. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Wären sie aber zum Ausmarsch entschlossen gewesen, sie hätten doch gewiss für ihn gerüstet. Doch Allah war ihrem Ausziehen abgeneigt, so hielt er sie zurück und es ward gesagt, sitzet daheim mit den Sitzenden. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Wären sie mit euch ausgezogen, sie hätten nur eure Sorgen gemehrt und wären hin und her gelaufen in eurer Mitte, Zwietracht unter euch erregend. Und unter euch sind manche, die auf sie gehört hätten, aber Allah kennt die Frevler wohl.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Schon vorher trachteten sie nach Unordnung und schmiedeten Ränke wider dich, bis die Wahrheit kam und die Absicht Allahs obsiegte, wiewohl es ihnen zuwider war. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Unter ihnen ist so mancher, der spricht: Erlaube mir zurückzubleiben und stelle mich nicht auf die Probe. Höret, ihre Probe hat sie ja schon ereilt. Und fürwahr, die Hölle wird die Ungläubigen einschließen. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Trifft dich ein Heil, so betrübt es sie. Doch wenn dich ein Unheil trifft, sagen sie: Wir hatten uns ja schon vorher gesichert. Und sie wenden sich ab und freuen sich. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sprich, nichts kann uns treffen als das, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer, und auf Allah sollten die Gläubigen vertrauen. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. Sprich, ihr erwartet für uns nur eines der beiden guten Dinge, während wir, was euch betrifft, erwarten, dass Allah euch mit einer Strafe treffen wird, entweder durch ihn selbst oder durch unsere Hand. Wartet denn, wir warten mit euch. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. Sprich, spendet nur, willig oder unwillig. Es wird von euch doch nicht angenommen. Denn wahrlich, ihr seid ein ungehorsames Volk. وَمَا مَنَعَهُمْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Nichts anderes verhindert die Annahme ihrer Spenden, als dass sie nicht an Allah und an seinen Gesandten glauben und nur mit Trägheit zum Gebet kommen und ihre Spenden nur widerwillig geben. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Wundere dich weder über ihr Gut noch über ihre Kinder. Allah will sie damit nur strafen im irdischen Leben und ihre Seelen sollen abscheiden, während sie Ungläubige sind. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Und sie schwören bei Allah, dass sie wahrhaftig zu euch gehören, doch sie gehören nicht zu euch, sondern sie sind ein Volk von Furchtsamen. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Könnten sie nur einen Zufluchtsort finden oder Höhlen oder ein Schlupfloch, sie würden sich gewiss in wilder Hast dorthin wenden. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Unter ihnen sind jene, die dir wegen der Almosen Vorwürfe machen. Erhalten sie davon, so sind sie zufrieden. Erhalten sie aber nicht davon, siehe, dann sind sie verdrossen. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Wären sie mit dem zufrieden gewesen, was Allah und sein Gesandter ihnen gegeben, und hätten sie nur gesagt, unsere Genüge ist Allah. Allah wird uns geben aus seiner Fülle und ebenso sein Gesandter. Zu Allah kehren wir uns als Bittende. إن
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Die Almosen sind nur für die Armen und Bedürftigen und für die mit ihrer Verwaltung Beauftragten und für die, deren Herzen versöhnt werden sollen, für die Befreiung von Sklaven und für die Schuldner, für die Sache Allahs und für den Wanderer. Fariidatan min Allah, wallahu alimun hakim. Eine Vorschrift von Allah, und Allah ist allwissend, allweise. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Und unter ihnen sind jene, die den Propheten kränken und sagen, er ist ein Ohr, sprich, ein Ohr euch zum Guten, er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen und ist eine Barmherzigkeit denen unter euch, die gläubig sind. Und die den Gesandten Allahs kränken, denen wird schmerzliche Strafe. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Sie schwören euch bei Allah, um euch zu gefallen. Jedoch Allah und sein Gesandter sind würdiger, sodass sie ihm gefallen sollten, wenn sie Gläubige sind. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Wissen Sie denn nicht, dass für den, der Allah trotzt und seinem Gesandten, das Feuer der Hölle ist, darin er bleiben muss? Das ist die tiefste Demütigung. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Die Heuchler fürchten, es könnte gegen sie eine Sura herabgesandt werden, die ihnen ankündigt, was in ihren Herzen ist. Sprich, spottet nur. Allah wird es alles ans Licht bringen, wovon ihr euch fürchtet.
لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Und wenn du sie fragst, sie werden ganz gewiss sagen, wir plauderten nur und scherzten. Sprich, galt euer Spott etwa Allah und seinen Zeichen und seinem Gesandten? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Inna afwan ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Versucht euch nicht zu entschuldigen. Ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt. Wenn wir einem Teile von euch vergeben und den anderen strafen, dann darum, weil sie schuldig waren. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. Die Heuchler und die Heuchlerinnen, sie halten zusammen. Sie gebieten das Böse und verbieten das Gute, und ihre Hände bleiben geschlossen. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Sie haben Allah vergessen, so hat er sie vergessen. Wahrlich, die Heuchler, das sind die Ungehorsamen. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Hölle verheißen, darin sie bleiben müssen. Das wird genug für sie sein. Allah hat sie verflucht und ihnen wird eine dauernde Strafe. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. Wie jenen, die vor euch waren. Sie waren mächtiger als ihr an Kraft und reicher an Gut und Kindern. Sie erfreuten sich ihres Loses. Auch ihr habt euch eures Loses erfreut, gerade so wie jene vor euch sich ihres Loses erfreuten. Und ihr ergötztet euch an müßiger Rede, wie jene sich an müßiger Rede ergötzten. Ula
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ihre Werke sollen ihnen nichts fruchten, weder in dieser Welt noch in der künftigen, und sie sind die Verlorenen. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ. Hat sie nicht die Kunde erreicht von denen, die vor ihnen waren? Vom Volke Noahs und Arz und Thamuds und vom Volke Abrahams und den Bewohnern Midians und der umgestürzten Städte? Atathum rusuluhum bilbayyinat fama kanallahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen. Allah also wollte ihnen kein Unrecht tun, doch sie taten sich selber Unrecht. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des anderen Freund. Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sie sind es, deren Allah sich erbarmen wird. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah hat den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Gärten verheißen, die von Strömen durchflossen werden, immer da darin zu weilen und herrliche Wohnstätten, Wiederholung, und herrliche Wohnstätten in den Gärten der Ewigkeit. Allahs Wohlgefallen aber ist das Größte. Das ist die höchste Glückseligkeit. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. O Prophet, streite gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng mit ihnen. Ihr Aufenthalt ist die Hölle und schlimm ist die Bestimmung. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Sie schwören bei Allah, dass sie nichts gesagt haben, doch sie führten unzweifelhaft lästerliche Rede und fielen in Unglauben zurück, nachdem sie den Islam angenommen hatten. Sie sannen auf das, was sie nicht erreichen konnten, und sie nährten nur darum Hass, weil Allah und sein Gesandter sie reich gemacht hatte aus seiner Huld. فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَيَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Wenn sie bereuen, so würde es besser für sie sein. Wenden sie sich jedoch ab, so wird Allah sie strafen mit schmerzlicher Strafe in dieser Welt und im Jenseits, und sie sollen auf Erden weder Freund noch Helfer finden. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Unter ihnen sind so manche, die Allah versprachen, wenn er uns aus seiner Fülle gibt, dann wollen wir bestimmt Almosen geben und dann wollen wir rechtschaffen sein. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Doch als er ihnen dann aus seiner Fülle gab, da wurden sie damit geizig und wandten sich weg in Abneigung. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. So vergalt er ihnen mit Heuchelei in ihren Herzen bis zum Tage, an dem sie ihm begegnen werden, weil sie Allah nicht gehalten, was sie ihm versprochen hatten, und weil sie logen. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Wussten sie denn nicht, dass Allah ihre Geheimnisse kennt und ihre vertraulichen Beratungen und dass Allah der beste Kenner des Verborgenen ist?
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Die da jene Gläubigen schelten, die freiwillig Almosen geben, wie auch jene, die nichts zu geben finden als den Ertrag ihrer Arbeit, und sie deswegen verhöhnen. Allah wird ihnen ihren Hohn vergelten und ihnen wird schmerzliche Strafe. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bitte für sie um Verzeihung oder bitte nicht um Verzeihung für sie. Ob du auch 70 Mal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals verzeihen. Dies, weil sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten. Und Allah weist dem treulosen Volk nicht den Weg. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimsitzens hinter dem Rücken des Gesandten Allahs und waren nicht geneigt, mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache zu streiten. Sie sprachen: Zieht doch nicht aus in der Hitze. Sprich, das Feuer der Hölle ist stärker an Hitze. Wollten sie es doch verstehen. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Sie sollten wenig lachen und viel weinen über das, was sie sich erwarben. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
Und wenn Allah dich heimkehren lässt zu einer Anzahl von ihnen und sie bitten dich um Erlaubnis auszuziehen, dann sprich: Nie sollt ihr mit mir ausziehen und nie einen Feind bekämpfen an meiner Seite. Es gefiel euch, daheim zu sitzen das erste Mal. So sitzet nun mit denen, die zurückbleiben. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Und bete nie für einen von ihnen, der stirbt, noch stehe an seinem Grabe. Sie glaubten nicht an Allah und seinen Gesandten und sie starben im Ungehorsam. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Wundere dich weder über ihr Gut noch über ihre Kinder. Allah will sie damit nur strafen in dieser Welt, und ihre Seelen sollen abscheiden, während sie Ungläubige sind. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Und wenn eine Sura hinabgesandt wird, glaubet an Allah und streitet an der Seite seines Gesandten. Dann bitten dich die Reichen unter ihnen um Erlaubnis und sagen: Lass uns mit denen sein, die daheim sitzen. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sie sind es, zufrieden, mit den zurückbleibenden Stämmen zu sein, und ihre Herzen sind versiegelt, so dass sie nicht begreifen. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Jedoch der Gesandte und die Gläubigen mit ihm, die mit ihrem Gut und ihrem Blut streiten, sie sind es, denen Gutes zuteil werden soll, und sie sind es, die Erfolg haben werden. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah hat Gärten für sie bereitet,
durch welche Ströme fließen. Darin sollen sie ewig weilen. Das ist die höchste Glückseligkeit. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Und es kamen solche Wüstenaraber, die Ausflüchte machten, dass sie ausgenommen würden, und jene, die falsch waren gegen Allah und seinen Gesandten, blieben daheim. Wahrlich, eine schmerzliche Strafe wird die unter ihnen ereilen, die ungläubig sind. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Kein Tadel trifft die Schwachen und die Kranken und diejenigen, die nichts zum Ausgeben finden, wenn sie nur gegen Allah und seinen Gesandten aufrichtig sind. Kein Vorwurf trifft jene, die Gutes tun, und Allah ist allverzeihend, barmherzig. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Noch jene, die zu dir kamen, dass du sie beritten machen möchtest und zu denen du sprachest: Ich kann nichts finden, womit ich euch beritten machen könnte. Da kehrten sie um, während ihre Augen von Tränen überflossen aus Kummer darüber, dass sie nichts fanden, was sie hätten ausgeben können. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Vorwurf trifft nur jene, die dich um Erlaubnis bitten, wiewohl sie reich sind. Sie sind es zufrieden, mit den zurückbleibenden Stämmen zu sein. Allah hat ein Siegel auf ihre Herzen gelegt, so dass sie nicht wissen. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. Sie werden euch Entschuldigungen vorbringen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sprich, bringt keine Entschuldigungen vor, wir glauben euch doch nicht. Allah hat uns schon über eure Angelegenheiten belehrt.
وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Schauen wird Allah und sein Gesandter auf euer Tun. Dann werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden, und er wird euch alles verkünden, was ihr zu tun pflegtet. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt, dass ihr sie sich selbst überlassen sollt. Überlasset sie also sich selbst. Sie sind ein Abscheu und ihr Aufenthalt ist die Hölle. Ein Entgelt für das, was sie sich selbst erwarben. Sie werden euch schwören, dass ihr mit ihnen wohl zufrieden sein könnt. Doch wäret ihr auch mit ihnen zufrieden, Allah würde doch nicht zufrieden sein mit einem Volk von Frevlern. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Die Wüstenaraber sind die allerverstocktesten in Unglauben und Heuchelei und sind eher dazu geneigt, die Vorschriften nicht zu kennen, die Allah seinem Gesandten offenbart hat. Und Allah ist allwissend, allweise. ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und unter den Wüstenarabern sind so manche, die das, was sie spenden, als eine erzwungene Buße ansehen, und sie warten nur auf Missgeschicke wider euch. Allein sie selbst wird ein unheilvolles Missgeschick treffen, und Allah ist allhörend, allwissend. ومن العرام من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Doch unter den Wüstenarabern sind auch solche, die an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die das, was sie spenden, als ein Mittel betrachten, sich Allah zu nähern und die Segnungen des Propheten zu empfangen. Wahrlich, für sie ist es ein Mittel der Annäherung. Allah wird sie bald in seine Barmherzigkeit einführen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Die Vordersten, die Ersten der Auswanderer aus Mekka und der Helfer in Medina und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihm. Und er hat ihnen Gärten bereitet, durch welche Ströme fließen. Darin sollen sie weilen, ewig und immer da. Das ist die höchste Glückseligkeit. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُوَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. Unter den Wüstenarabern, die um euch wohnen, gibt es auch Heuchler, wie unter dem Volk von Medina. Sie sind verstockt in der Heuchelei. Du kennst sie nicht. Wir aber kennen sie. Wir werden sie zwiefach strafen, dann sollen sie einer schweren Pein überantwortet werden. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Und es sind andere, die ihre Schuld bekannten. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen, schlechten. Bald wird Allah sich mit Erbarmen zu ihnen wenden. Allah ist allverzeihend, barmherzig. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Nimm Almosen von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch reinigen und läutern mögest, und bete für sie. Denn dein Gebet ist ihnen Beruhigung, und Allah ist allhörend, allwissend. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah
التواب الرحيم. Wissen Sie denn nicht, dass Allah allein es ist, der von seinen Dienern Reue annimmt und Almosen entgegennimmt, und dass Allah der Allvergebende, der Barmherzige ist? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Und sprich, wirket, Allah wird euer Werk schauen, und so sein Gesandter und die Gläubigen. Und zurück sollt ihr gebracht werden zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Dann wird er euch verkünden, was ihr zu tun pflegtet. Wallahu alimun hakim. Und es sind andere, die auf Allahs Entscheid warten müssen. Er mag sie bestrafen oder er mag sich zu ihnen wenden mit Erbarmen, denn Allah ist allwissend, allweise. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Und jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil, Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen anzustiften und als einen Hinterhalt für den, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führte. إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Und sie werden sicherlich schwören, wir bezweckten nur Gutes. Doch Allah ist Zeuge, dass sie bloß Lügner sind. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Stehe nie darin zum Gebet. Eine Moschee, die auf Frömmigkeit gegründet ward vom allerersten Tag an, ist wahrlich würdiger, dass du darinnen stehen solltest. In ihr sind Leute, die sich gerne reinigen, und Allah liebt die sich Reinigenden. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
Ist nun dieser besser, der sein Gebäude auf Allahs Furcht und Wohlgefallen gegründet hat, oder jener, der sein Gebäude auf den Rand einer wankenden, unterspülten Sandbank gründete, die mit ihm in das Feuer der Hölle gestürzt ist? Und Allah weist nicht dem frevelhaften Volk den Weg. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Ihr Gebäude, dass sie sich errichtet, wird nicht aufhören, Zweifel in ihren Herzen zu erregen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Und Allah ist allwissend, allweise. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum al-jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für den Garten erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und fallen, eine Verheißung bindend für ihn, in der Tora und im Evangelium und im Koran. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah? So freut euch eures Handels mit ihm, denn dies ist fürwahr die höchste Glückseligkeit. At-taibun al-abidun al-hamidun al-sa'ihun al-raki'un al-sajidun al-amirun bil-ma'ruf. آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Die sich in Reue zu Gott wenden, ihn anbeten, ihn lobpreisen, die in seiner Sache wandern, die sich beugen und niederwerfen, die das Gute gebieten und das Böse verbieten und die Schranken Allahs achten. Verkünde diesen Gläubigen frohe Botschaft. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Es kommt den Propheten und den Gläubigen nicht zu, dass sie von Gott für die Götzendiener Verzeihung erflehen sollten, und wären es selbst ihre nächsten Angehörigen, nachdem ihnen deutlich kund geworden, dass jene der Hölle Bewohner sind.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dass Abraham für seinen Vater um Verzeihung bat, war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Doch als ihm klar wurde, dass jener ein Feind Allahs sei, sagte er sich von ihm los. Abraham war doch gewiss zärtlichen Herzens, sanftmütig. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Es ist nicht Allahs Weise, ein Volk irregehen zu lassen, nachdem er ihm den Weg gewiesen hat. Er hätte ihm denn zuvor klar gemacht, wovor es sich zu hüten habe. Wahrlich, Allah weiß alle Dinge wohl. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah ist es, dem das Königreich der Himmel und der Erde gehört. Er gibt Leben und sendet Tod. Und ihr habt keinen Freund noch Helfer außer Allah. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah hat sich wahrlich gnadenvoll dem Propheten zugewandt und den Auswanderern aus Mekka und den Helfern in Medina, die ihm in der Stunde der Not gefolgt sind, nachdem die Herzen eines Teils von ihnen fast gewankt hätten. Er aber wandte sich ihnen abermals mit Erbarmen zu. Wahrlich, er ist gegen sie gütig, barmherzig. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Und auch den Dreien, die zurückgeblieben waren, bis die Erde ihnen zu eng wurde in ihrer Weite und ihre Seelen ihnen zu eng wurden, und sie wussten, dass es keine Zuflucht gibt vor Allah, es sei denn zu ihm.
Da kehrte er sich ihnen mit Erbarmen zu, auf dass sie sich bekehren möchten. Inna Allahu huwa at-tawwabur rahim. Wahrlich, Allah ist der langmütig Vergebende, der Barmherzige. Ja, ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Es ziemt sich nicht für die Bewohner von Medina, noch für die um sie wohnenden Wüstenaraber, dass sie hinter dem Gesandten Allahs zurückbleiben und ihr Leben dem Seinigen vorziehen sollten. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Dies, weil weder Durst noch Mühsal noch Hunger sie auf Allahs Weg bedrängt, noch betreten sie einen Pfad, der die Ungläubigen erzürnt, noch fügen sie einem Feind Leid zu, wofür ihnen nicht ein verdienstliches Werk angeschrieben würde. Inna Allaha la yudiyu ajra al-muhsinin. Allah lässt den Lohn derer, die Gutes tun, nicht verloren gehen. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Und sie spenden keine Summe, sei sie groß oder klein, und sie durchziehen kein Tal, ohne dass es ihnen angeschrieben würde, auf dass Allah ihnen den besten Lohn gebe für das, was sie getan. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Es ist für die Gläubigen nicht möglich, alle zusammen auszuziehen. Warum zieht denn nicht aus ihrer jeder Schar eine Gruppe aus, auf dass sie wohl bewandert würden in Glaubensdingen
und nach ihrer Rückkehr zu ihrem Volk es warnen könnten, dass es sich vor Übel hüten mag. Ja, ayyuhalladhina amanu, qatilu alladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. O, die ihr glaubt, kämpfet wider jene der Ungläubigen, die euch benachbart sind, und lasst sie in euch Härte finden, und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. So oft eine Sura herabgesandt wird, gibt es unter ihnen welche, die sprechen: Wen von euch hat sie im Glauben bestärkt? Die aber gläubig sind, die stärkt sie in ihrem Glauben und sie freuen sich dessen. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Jene aber, in deren Herzen Krankheit ist, fügt sie ihrem Schmutz nur Schmutz hinzu, und sie sterben als Ungläubige. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Sehen Sie denn nicht, dass Sie in jedem Jahr einmal, zweimal geprüft werden? Dennoch bereuen sie nicht und lassen sich nicht mahnen. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Und so oft eine Sura herabgesandt wird, schauen sie einander an. Sieht euch jemand? Dann wenden sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abwendig gemacht, weil sie ein Volk sind, das nicht begreifen will. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Wahrlich, ein Gesandter ist zu euch gekommen aus eurer Mitte. Schmerzlich ist es ihm, dass ihr in Unheil geraten solltet. Eure Wohlfahrt begehrt er eifrig. Gegen die Gläubigen ist er gütig, barmherzig.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Doch wenn sie sich abwenden, so sprich: Allah ist mein Genüge. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn vertraue ich, und er ist der Herr des mächtigen Throns.